Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kundinnen, liebe Kunden unserer Bank für Kirche und Diakonie. Ich grüße Sie sehr herzlich im neuen Jahr und wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute für 2021 und hoffe, dass Sie gesund sind und auch weiterhin bleiben. Die Jahreslosung steht in Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und die Worte von Lukas sind bestechend, denn sie sagen das aus, dass wir unser Herz öffnen sollen und die Not des anderen erkennen. Und das ist wesentlich, auch als Orientierung sicher gut geeignet für die Corona-Pandemie, wesentlich für unsere Gesellschaft heute. Rückblickend auf das Jahr 2020 geschaut, hat es uns sehr in Atem gehalten, gerade die Corona-Pandemie. Und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, an unsere Kundinnen und Kunden aus Kirche und Diakonie, die sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir bisher so gut und gesund und sicher durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Und auch wir haben Sie gerne unterstützt und waren jederzeit funktions- und leistungsfähig und wollen es auch weiterhin sein, damit Sie Ihren Auftrag gut und vollenden können. Ein Thema, das uns auch 2021 weiter begleiten wird, ist das Thema der Digitalisierung. In 2020 haben wir viel gelernt, was das Thema Digitalisierung betrifft. Auch habe ich viel von meiner Kollegin, Frau Klüter, hierzu gelernt. Und Frau Klüter, welche Erfahrungen haben wir denn im Jahr 2020 mit der Digitalisierung in unserer Bank machen dürfen? Vielen Dank, Herr Dr. Tiesler. Das kontaktlose Bezahlen per Karte, Smartphone oder sogar per Smartwatch hat durch die Corona-Pandemie einen deutlichen Schub bekommen und ist mittlerweile sogar bei kleineren Beträgen, zum Beispiel beim Bäcker, zur Normalität in Deutschland geworden. Das macht sie unabhängig vom Bargeld und ist auch unter hygienischen Gesichtspunkten eine sinnvolle Alternative. Einen weiteren positiven Aspekt sehen wir in der Nutzung von Videokonferenzen. Diese gibt es zwar schon eine ganze Weile, jedoch wurden sie längst nicht so umfangreich und selbstverständlich genutzt wie momentan. Das spart für uns alle Zeit, Reisekosten und vor allem CO2. Videokonferenzen dürfen aber auf keinen Fall den persönlichen Kontakt zu Ihnen, bei uns im Haus, auf Veranstaltungen oder bei Ihnen vor Ort ersetzen. Darauf freuen wir uns schon wieder sehr. Hoffnung macht mir auch unser Online-Spendenportal KD Online-Spende. Im vergangenen Jahr haben unsere Kunden über dieses Portal ihr Spendenvolumen verdreifachen können und mehr als 445.000 Euro an Spenden eingesammelt. Vielen Dank, Frau Klüter. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Verdreifachung unseres Spendenvolumens in der KD Online-Spende, das ist ja enorm. Und ich meine auch irgendwie um die 380 Projekte, die dort unsere Kundinnen und Kunden vorstellen, ein wunderbares Instrument, auch in diesen schwierigen Zeiten Spenden zu generieren. Vielen Dank dafür. Wie ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist ja ein wesentliches Thema auch, wie ist denn unser Kreditgeschäft im letzten Jahr gelaufen? Haben wir unseren Auftrag für Sie, die Finanzierung darzustellen, damit Sie Ihren Auftrag auch erfüllen können, umgesetzt? Und da frage ich, Herr Moltrecht, wie sah denn unsere Kreditausleihung im letzten Jahr aus? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von mir. Gerne werfe ich gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die Kreditentwicklung im abgelaufenen Jahr. Unser Haus unterscheidet sich als kirchliche Spezialbank wesentlich von den Geschäftsbanken, den Volks- und Raiffeisenbanken sowie den Sparkassen in Deutschland. Im Mittelpunkt unseres Auftrags stehen kirchliche und diakonische Einrichtungen. Mit unserer Kreditvergabe, die ein wesentlicher, positiver Bestandteil unseres nachhaltigen Handelns ist, begegnen wir dringenden sozialen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Mit unseren Krediten unterstützen wir dauerhaft die Arbeit unserer Kunden aus Kirche und Diakonie. Und Sie, unsere Kunden, haben auch und gerade im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen,
wie wichtig Ihre Arbeit für unser Gemeinwohl ist. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir in diesem letzten Corona-Jahr wiederum eine Vielzahl neuer Projekte begleiten durften. Insgesamt haben wir neue Kredite in Höhe von ungefähr 650 Millionen Euro zugesagt. Wie in den Vorjahren führte auch das wieder zu einer Erhöhung unseres Kreditbestandes. Im letzten Jahr sogar um 15% auf nun insgesamt ungefähr gut 2 Milliarden Euro. Vielen Dank, Herr Moltrich. Das sind ja beachtliche Zuwächse und zeigt, dass wir unseren Auftrag, nämlich unsere Kunden aus Kirche und Diakonie mit Finanzierung zu unterstützen, sehr, sehr gut gerecht werden. Nun schauen wir von der einen auf die andere Bilanzseite. Und Frau Pollach, wie sieht es aus? Wie sind die Entwicklungen im kirchlichen Kundengeschäft und was machen unsere Privatkunden? Hier sehen wir weiterhin erfreulicherweise eine hohe Zufuhr von Kundeneinlagen. Aufgrund der Negativ- bzw. Niedrigzinsphase empfehlen wir weiterhin zu prüfen, ob eine Beimischung von zum Beispiel Aktien und Immobilien möglich ist, um überhaupt eine positive Rendite beim Investor erzielen zu können. Ich werde oft gefragt, ob ich momentan schon eine Blasenbildung an den Märkten sehe. Meine Erwartung ist dies eher nicht. Warum nicht? Wir haben zwar auf der einen Seite hohe Bewertungen und mehr Nachfrage als Angebot bei den Immobilien, aber auf der anderen Seite fehlt ein wesentliches Kriterium für die Blasenbildung. Das ist die exzessive Kreditvergabe. Hier achtet insbesondere momentan die europäische Bankenaufsicht darauf, dass dies nicht in diese Richtung bei den europäischen Banken geht. Ja, spannend, Frau Pollach. Dankeschön für Ihre Ausführung und ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen. Jetzt zusammenfassend, Frau Klüter, wie hat sich die Bilanzstruktur und auch die ersten Ertragszahlen, wenn wir da eine erste Prognose haben könnten, wäre das wunderbar, entwickelt. Gerne, Herr Dr. Tiesler. Auch bei unseren Kundeneinlagen konnten wir starke Zuwächse verzeichnen. Die Einlagen unserer Kunden stiegen im vergangenen Jahr deutlich um 16% auf 5,5 Milliarden Euro. Folglich stieg auch unsere Bilanzsumme auf einen neuen Höchstwert von 6,8 Milliarden Euro. Mit einem Blick auf unsere Ertragslage gehe ich davon aus, dass wir unsere gesteckten Ziele für 2020 trotz Corona-Pandemie und anhaltendem Negativzinsumfeld weitestgehend erreichen konnten. Das sind gute Neuigkeiten, Frau Klüter. Herzlichen Dank dafür und wir können sehr dankbar sein für diese Entwicklung, für diese guten Geschäftszahlen im Jahr 2020. Und wir danken Ihnen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kundinnen und Kunden, und das darf ich natürlich auch im Namen von Frau Klüter, Frau Pollach und Herr Moltrich tun, für die gute Zusammenarbeit, für Ihr großes Vertrauen. Und wir sagen auch als Vorstand unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichen Dank für die engagierte Arbeit, die gerade auch in Corona-Zeiten sehr, sehr erschwert worden ist. Das Miteinander ist eben sehr viel schwieriger. Lasst uns nun einen Ausblick auf das Jahr 2021 werfen. Und ich weiß nicht, kennen Sie diesen Wetterfrosch? Er ist umgeschult auf einen Zinsfrosch und steht ganz unten bei mir in der Prognose. Und Frau Pollach, wie sehen Sie denn die Entwicklungen für das Jahr 2021, die Entwicklung an den Märkten? Bei den Aktienmärkten ist es so, dass die Prognose für dieses Jahr steht und fällt mit dem weiteren Fortschritt zum Impfstoff gegen Corona. Ja, zu den Zinsen denken wir und schätzen es so ein, dass dieses Negativzinsniveau zementiert bleibt. Warum schätzen wir dies so ein? Hier darf ich die Staatsverschuldung aufrufen. Die sind nur abzutragen mit Niedrig- oder Negativzinsen. Ich darf als Beispiel Italien nehmen. Hier besteht eine Staatsverschuldung von ca. 170% zum Bruttoinlandsprodukt.
aber auch diesseits vom Atlantik, zum Beispiel die USA, die größte Industrienation der Welt, hat eine Verschuldung von ca. 120%. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, geht davon aus, dass durchschnittlich die Staatsverschuldung steigt um 10% bei den Industrienationen in diesem Jahr. Ja, danke schön, Frau Pollach. Dann liegt mein Zinsfrosch ja gar nicht so schlecht, wenn er weiterhin auf der unteren Leiter bleibt. Ja, Herr Moltrecht, wie sieht denn die Entwicklung, wie schätzen Sie diese ein für das Jahr 2021, was das Kreditgeschäft anbelangt? Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine Anmerkung zu den Auswirkungen der Pandemie auf unser Kreditgeschäft aus heutiger Sicht. Wir haben bisher nur ganz wenige Anfragen zu den Corona-Liquiditäts- und Kredithilfen, die wir entweder selbst aufgelegt haben oder Ihnen vermitteln. Diese geringe Nachfrage nach diesen Hilfen werten wir als gutes Zeichen für die Stabilität Ihrer Unternehmen. Gleichzeitig nehme ich natürlich auch die teilweise extreme Belastung von Ihnen und Ihren Mitarbeitenden wahr, die durch diese Seuche verursacht ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und die erforderliche Kraft, diesen Anforderungen weiterhin so erfolgreich gerecht zu werden. Aber völlig unabhängig von Corona bin ich guter Hoffnung, dass es auch im Jahr 2021 mit unserem Kreditgeschäft gut weitergeht. Warum ist das so? Der Investitionsbedarf Ihrer Unternehmen und Einrichtungen ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Die Baumaßnahmen gehen auch in diesen schwierigen Zeiten gut voran. Und wir hören jeden Tag, dass Sie, unsere kirchlichen und diakonischen Kunden, zuversichtlich und konsequent investieren, damit auch die schwächeren und hilfsbedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft Unterstützung und Perspektive finden. Und Ihr Vertrauen, Sie dabei finanziell begleiten zu dürfen, ist unser Ziel. Das sind gute Neuigkeiten, Herr Moltrecht. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, seien Sie vergewissert. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir haben genug Eigenkapital. Wir sind gut aufgestellt. Wir können Sie unterstützen bei Ihren wichtigen Investitionen. Aber ich möchte an dieser Stelle noch ein anderes Thema ansprechen. Nach der Überwindung der Corona-Krise wird uns der Klimawandel wieder und muss auch wieder stärker in den Fokus rücken. Es ist 5:05 und wir müssen gemeinsam etwas tun, damit wir die Klimaziele erreichen. Und wir unterstützen Sie dabei in der Anlageberatung, in den Kreditprogrammen, die es dafür gibt. Fordern Sie uns, fragen Sie uns an, auch was das Thema CO2-Fußabdruck betrifft. Wir sind handlungs- und sprachfähig. Bitte sprechen Sie uns an. An dieser Stelle möchte ich aber auch auf ein ganz wichtiges Projekt hinweisen, das wir gemeinsam mit einer Kinderrechtsorganisation aufgelegt oder in Vorbereitung haben. Und Frau Pollach wird jetzt dazu noch mal etwas erläutern. Ja, last but not least darf ich Ihnen noch über ein neues Projekt berichten, über das wir uns besonders freuen. Wir arbeiten derzeit mit einer großen Organisation für Kinder- und Menschenrechte einen neuen Fonds, den wir gemeinsam auflegen möchten mit dem Schwerpunkt Aktien, ob der Marktlage wegen der Niedrig-Negativzinsen. Hier ist es uns besonders wichtig, einen positiven Ergebnisbeitrag zu liefern zu den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Der Fonds ist insbesondere interessant für ethisch nachhaltige Investoren. Ich berichte dann gerne wieder weiter zu dem neuen Projekt. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich dem Vorstand der Kindernothilfe herzlich danken, dass wir gemeinsam dieses Projekt umsetzen wollen. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kundinnen und Kunden unserer Bank für Kirche und Diakonie, lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Lassen Sie uns gemeinsam die Dinge angehen. Und lassen Sie uns zuversichtlich in das Jahr 2021 blicken. Auch Dankeschön im Namen von Frau Klüter, Frau Pollach und Herrn Moltrecht für Ihr Vertrauen. Meine Botschaft ist, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns verbunden.
Dankeschön.